Wir kommen, wie bei der Tagesordnung besprochen, jetzt zum dazugehörigen Antrag, nämlich Punkt 2010 der Tagesordnung. Und das ist ein Antrag, der ebenso von Fraktionen Freie Wähler, Freie Bürger eingebracht worden ist. Herr Lippmann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für die Überleitung und Einleitung. Natürlich steht unser Antrag mit im Zusammenhang. Und gestatten Sie mir noch eine Vorbemerkung, meine Damen und Herren. Der Umgang ist bemerkenswert mit unserem Antrag zur Aktuellen Stunde. Die Äußerungen sind sehr bemerkenswert, wie also hier mit einem ernsthaften Antrag umgegangen wird und die Populismuskeule, Frau Mühlbach, ich meinte Sie, die Populismuskeule herausgeholt wird. Das ist unfair und das ist unsachlich. Und dafür könnte man auch verantwortungslos hinzufügen. Balkonkraftwerke regeln das Thema nicht bei den beschriebenen Krisensituationen. Mit der Energie eines Balkonkraftwerkes fährt kein Krankenwagen etc. Für die Diskussion herzlichen Dank, Herr Braun, Herr Dr. Brauns und mit Einschränkungen Herr Wirz. Ich denke, das waren sachliche Beiträge. Genau in dem Sinn hatten wir uns das vorgestellt. In einem Punkt, Herr Dr. Brauns, würde ich Ihnen gern teilweise widersprechen wollen. Ich war 2002 selbst im Krisenstab der Landeshauptstadt, also dort praktische Erfahrungen sammeln können, zu einem Zeitpunkt, wo also der Krisenstab selbst noch nicht in dieser Qualität entwickelt war, wie er sich heute, 20 Jahre später, darstellt. Und das Hauptthema damals war erstens Bürgerinformation, die also schwer möglich war, wo wir uns sehr schwer getan haben, wo also die, da waren also zum Teil die Telefonnetze noch nutzbar. Dennoch war das Thema, wie informieren wir Bürger, die unmittelbar betroffen sind. Und das Zweite war, wie koordinieren wir das Zusammenwirken mit den Profis, den Hilfskräften, die zum Teil auch von außerhalb angekommen sind. Es war eine gewaltige Bürgerinitiative damals, die im Sinne von Selbsthilfe unter Anleitung der Profis dieses Thema, denke ich, auch recht gut in wenigen Tagen in den Griff gekriegt haben. Vor dem Hintergrund ist unser Antrag mit zu sehen. Der Antragstext ist relativ überschaubar und einfach, einen Tag der Krisenvorsorge einzurichten, an dem die Abläufe für den Notfall geübt werden können. Und wir haben uns hier einen Tag für diesen Tag der Krisenvorsorge ausgedacht und vorgeschlagen. 12. August muss es nicht sein. Wir haben ja jetzt auch, ich sag mal, den bundesweiten Vorsorgetag, beziehungsweise wir haben die Möglichkeit, auch hier städtig durch das Testen der Sirenen diesen Tag mit zu nutzen, um einfach mal die Abläufe durchzuspielen. Und da reicht es eben aus unserer Sicht nicht aus, wenn das der Krisenstab macht in der Verwaltung und die Verwaltung das Zusammenwirken im Inneren nutzt. Deshalb der Vorschlag, und so ganz abwegig scheint er auch nicht zu sein, wenn Sie hören, dass in der Landeshauptstadt Potsdam genau so etwas eingerichtet worden war und genau das jetzt auch überregional im Behördenspiegel, der sicher nicht im Verdacht steht, populistische Auffassungen zu verbreiten, dort zitiert worden ist und sehr gelobt worden ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch in der Landeshauptstadt Dresden so installiert wird. Insofern bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag, das Ausschussvotum kommentiere ich nicht weiter. Ich bitte Sie einfach, dieses Ausschussvotum abzulehnen und damit unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. So, ich würde mal auf die Fraktionsrunde verzichten, da ich nur zwei Wortmeldungen habe, wenn Sie einverstanden sind und die beiden direkt aufrufen. Herr Dr. Brauns, Herr Aschenbach, in dieser Reihenfolge. Herr Dr. Brauns, verzichtet. Herr Aschenbach. Tag der Krisenvorsorge. Notfall üben. So der vielsagende Titel dieses Antrags der Freien Prepper Rechts.
Jedes Jahr am 12. August möge der Oberbürgermeister stadtweit Krise-O üben, so der fürsorgliche Wunsch der krisengeilen Wähler rechts. Gestählt durch Öl-, Finanz-, Wirtschafts-, Corona-, Arzneimittel-, Demokratie-, Wohnraum-, Bau-, Arbeitsmarkt-, Gastro-, Flüchtlings-, Regierungs-, Ukraine-, BVB-, Schnapsbrenner und, also kapitalistische Dauerkrise, wer wäre ich dem Anliegen, Krisen zur Abwechslung mal nur zu üben, im Weg zu stehen? Selbstverständlich wollen die Rechten nur wieder Ängste schüren, beschwören vermeintliche Katastrophen, je drastischer und bekloppter umso besser, um mit Umvolkungsgespinne und Blackout-Panik ihr faschistisches Unheilsversprechen an den deutschen Mann zu bringen. Ich persönlich finde die Idee eines Bevölkerungsaustauschs ja recht reizvoll. Noch schlimmer kann es doch nun wirklich nicht werden. Wie wir das üben, weiß ich aber auch noch nicht. Einfach alle freien Wähler mal blackfacen. Unser pfiffiger Oberbürgermeister wird sich schon was einfallen lassen. Der soll ja im Auftrag der Politprepper mit uns den Notfall üben. Und warum eigentlich nicht? Mal Dirks Liste für den Ernstfall checken. 5 Päckchen Butter, 7 Gläser Bockwurst, je eine Palette Klopapier und Nudeln, 2 Eier und eine Prise Salz. Oder mal üben, wie es so ist, einen Tag ohne Strom. Das Internet ist für einen Tag ohne Dresdner sicher nicht undankbar. Und das Jahr drauf verzichten wir einfach mal auf Wasser. Gerade im August lohnen 24 Stunden ohne Trinken und Waschen für die bürgerliche Nah- und Ganztoderfahrung. Zusätzlich sparen wir gleich was vor den raren Ressourcen. Ausgenommen von solch unzumutbaren Einschränkungen ist selbstverständlich die Wirtschaft. Wir wollen doch realistisch bleiben. Wehrsportübung mit Dirk Hilbert? Ich bin dabei. Auch in Sachen Ehekrise kann der Oberbürger sicher einige gute Tipps geben. Und ich finde, in seiner Vorbildrolle für den gemeinen Dresdner sollten Stadtrat und Bürgermeister, zumindest aber die freien Krisenvorsorger, jetzt für 5 Minuten unter die Tische kriechen und Atomkrieg spielen. Sonst glaube ich, sie meinen das gar nicht ernst und lehne das Krisengedöns ab. So, eine weitere Wortmeldung, Herr Wirtz, bitteschön. Ja, lieber Herr Lippmann, liebe Freie Wähler, Sie sind ja im Prinzip, also linker Umtriebe und DDR-Nostalgie, eigentlich unverdächtig. Jetzt ist der 12. August, da habe ich bitte mit gehadert, also 12. August ist oft in den Ferien. Manchmal fällt er auf den Schulanfang. Will man da also noch eine Katastrophenübung draufsetzen? Warum nehmen Sie eigentlich nicht den 11. Februar? Das war seit, glaube ich, 1970 oder DDR der Tag der Zivilverteidigung. Muss das alles wiederkommen? Also, wissen Sie, wenn Sie sich mit dem technischen Hilfswerk, ich mache es mal daran fest, beschäftigen, dann merken Sie, dass Katastrophenhilfe, das ist, Sie machen beim technischen Hilfswerk einen Grundkurs und anschließend fangen Sie an, sich extrem zu spezialisieren. Da gibt es für jeden Fall, gibt es im Prinzip Sonderzüge, die im Prinzip eine besondere Ausrüstung haben. Und die dann sozusagen auch, wenn man sagen, ganz versiert und sozusagen auf den bestimmten Fall hin spezifisch Hilfe leisten können. Die werden das nicht über Kreuz machen. Was wollen sie denn mit den Leuten üben? Im Prinzip ist schon gefallen, die Stadtentwässerung Dresden, die hat im Prinzip durch das Faulgas, was die erzeugen und im Blockheizkraft verwenden, derzeit kann die Hälfte ihres Betriebsstroms selbst gewinnen. Sie wird ja im Prinzip wahrscheinlich demnächst die Anlage erweitern, noch mehr Faulgas gewinnen und kann dann unter Umständen ihren gesamten Strom selbst gewinnen. Das funktioniert so lange, aber wir haben jetzt im Prinzip schon einen Dämpfer bekommen. Wir haben gedacht, toll aufgestellt, die können 14 Tage können die den Betrieb fortsetzen. Das ist wunderbar. Nee, als wir jetzt Engpass mit bestimmten Chemikalien hatten, dann fehlten die halt, um Faulgas zu erzeugen. Unter Umständen haben wir einen Engpass nicht bedacht, der dann wieder auftritt. Und dann war ja auch die Stadtentwässerung Dresden intensiv 2002 von der Flut betroffen. Und sie ist jetzt nur flutgeschützt, wenn ab einem bestimmten Pegel die Dämme um die Stadtentwässerung erhöht werden, in manueller Arbeit. Das wird dort im Prinzip jährlich geübt, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Das Erste, die Belegschaft soll im Prinzip jeden Handgriff kennen.
Und zweitens wird auf diese Weise geprüft, ob die Ausrüstung entgegen noch in Ordnung ist. Das Gleiche passiert zum Beispiel auch bei diesen städtischen Sperren dort beim Kongresszentrum, wo es über die Straße geht. Das sind aber alles spezialisierte Leute, die ihre Übung machen. Insofern erschließt sich uns ein Gewinn dieses Tages in keinster Weise. Es gibt keine technischen Voraussetzungen, es gibt keine Finanzen dazu. Die Leute müssten ja im Prinzip dann auch aufhören zu arbeiten. Es ist dann auch volkswirtschaftlich eine Frage. Man bereitet sich unter Umständen auf etwas vor, was nie eintritt. Insofern können wir Ihnen dort bei bestem Willen nicht folgen. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, dann kämen wir in Richtung Abstimmung. Wir haben einen ablehnenden Ausschussbericht. Wer den ablehnenden Ausschussbericht annehmen möchte, müsste jetzt mit Ja stimmen. »49 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 13 Enthaltungen. Damit ist der Ausschussbericht angenommen worden und der Antrag abgelehnt.«